Hallihallöchen, liebe Leute. Ihr seht uns hier heute mal, ihr seht uns wirklich hier mal sitzen. Ja. Denn normalerweise sind Micha und ich ja eher zu hören. Wir machen nämlich öfter mal den Appcast für euch. Ihr habt euch das bestimmt schöner vorgestellt. Wir haben ja so samtene Stimmen. Jetzt genau. Sitzen hier so zwei Vorunkel. Jetzt müsst ihr mal das Elend euch wirklich anschauen. Und wir haben das letztens schon mal angekündigt, dass wir was Neues planen. Und zwar machen wir jetzt mit den Optikern eine neue Sendung, die euch Grafik in Spielen wirklich näher bringen soll. Und wir haben da einfach nur vor, dass wir euch Trailer zeigen, dass wir Spiele spielen, was auch immer. Alles, was uns gerade so flasht, was wir gerade so in der Reaktion abfeiern an Grafik, ja, zeigen wir euch. Wir wollen aber, das machen wir am Ende der Sendung nochmal, einen Ausblick geben, auch heute, was es da so für Themen geben wird. Ja. Zum Thema Grafik, weil das ist ja nicht einfach nur Trailer und gucken und boah sagen, sondern irgendwie ist es ja auch vergleichen. Es ist oft Fanboy-Gehabe, es ist oft, wie war es früher, wie ist es heute? So allerhand. Und genauso soll es ja auch sein. Also wir werden jetzt nicht irgendwie aus der Sicht des Programmierers oder des Grafikdesigners irgendwie da agieren, sondern wirklich auch mehr auf der Seite der Fanboys stehen, weil wir eben Spiele mögen, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr uns schon mal zugehört habt, wenn sie gut aussehen. Das ist für uns jedenfalls schon mal oft ein großes Kriterium. Wir gehen offen um mit unserer Oberflächlichkeit. Ja. Das könnt ihr uns auch gerne vorwerfen. Gerade bei Rollenspielen, bei Spielen, die einfach sehr immersiv sind und so weiter, ist es halt einfach wichtig, wie die Umgebung aussieht, wie es designt ist und wie die Technik dahinter ist, um einen so ein bisschen reinzuziehen. Genau. Gibt natürlich, wir spielen auch Spiele wie, keine Ahnung, Broforce oder so, wo es gerne mal ein bisschen gar nicht so drauf geachtet wird, aber letzten Endes können Spiele sehr davon profitieren und es wird immer wieder besprochen in Foren und in allen Magazinen und deswegen halten wir es für ein wichtiges Thema. Es ist aber so, dass wir bei den Optikern nicht unbedingt auf Themen wie Broforce zum Beispiel eingehen wollen, sondern Nein. Wir wollen Spiele beleuchten, die halt wirklich mit ihrer Grafikpracht glänzen wollen. Genau. Das heißt, ist ja eben uns, das, was wir immer wieder besprechen. Wenn ihr uns optisch nicht so geil findet, wir zeigen auf jeden Fall Trailer, die geil aussehen, die werden euch davon ablenken. Da werdet ihr dann auch uns nicht so oft in der Totalen haben. Ihr werdet nämlich viele Sachen einfach dann größer sehen als uns. Genau. Aber es geht auch erstmal, uns geht es sehr stark darum, dass wir da sehr subjektiv sind. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass ist so, wir wollen keine neuen Fakten schaffen, sondern wir gehen da auch stark nach unserer eigenen Meinung und nach unserem Ersteindruck. Ja. Das, ihr könnt dann natürlich auch in den Kommentaren unten drunter, könnt ihr auch schreiben, wenn euch da was nicht gefallen hat oder wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid, das respektieren wir natürlich und das ist ja auch einfach nur eine Frage des Geschmacks am Ende. Hm. Wir wollen im Prinzip nur so einen kleinen Ausblick bringen, was ist uns hier wichtig, genau. Wie sehen wir das und ihr könnt dann mit uns darüber diskutieren und könnt uns schreiben, das sehen wir aber anders und das wird dann natürlich auch berücksichtigt. Genau, also gerade Johannes und ich haben auch unterschiedliche Meinungen zu vielen Spielen und das finden hier die Grafik geil und das. Und wir hauen uns hier jetzt heute erstmal nur Trailer um die Ohren und später zeigen wir dann auch Spielvergleiche, Konsolenvergleiche, gerade bei Multiplattform-Titeln und so weiter. Das ist dann ein bisschen mehr Streitpunkt wahrscheinlich so. Ja, da gehen wir dann aber später nochmal genauer drauf ein, was wir dann nochmal machen. Wir würden heute, wie du ja schon gesagt hast, am liebsten erstmal ein paar Trailer zeigen. Genau. Hat auch noch den weiteren Grund, dass es kaum gut aussehende Spiele gerade gibt, unserer Meinung nach. Und dass die meisten Spiele, die uns so richtig flashen und die für Next Gen oder sagen wir jetzt schon Current Gen, sollten wir vielleicht drauf einigen. Wir sagen jetzt Current Gen. Wir sagen es Current Gen. Wir sagen einfach PS4 und Xbox One und die Konsolen der nächsten Generation von Sony und Microsoft. Immer in exakt derselben Länge? Bitte. Ist ja den Faden verloren. Also auf jeden Fall zeigen wir das, weil gerade auch so ein bisschen Flaute ist. Ist klar, es gibt ein Titanfall, es gibt ein Infamous, Second Son und so weiter und es gibt auch schon Battlefield 4 und so. Aber so diese wahren Augenöffner gibt es bis jetzt nur in Trailerform oder in Grafikdemos etc. pp. Ja. Und da gibt es aber schon eine Menge von, die uns ein bisschen den Mund wässrig machen und die zeigen wir heute mal. Ja, dann fang doch mal mit irgendwas an, was du dir da jetzt gerade ausgesucht hast. Zum Beispiel wir sehen da jetzt gerade das neue Assassin's Creed. Genau, da können wir nämlich gleich schon die Köpfe heiß reden. So. Also ja. Ihr werdet merken, wir fangen gleich an zu zoffen, wie es sich gehört. mal sehen. Wie ihr es aus euren Foren kennt. Weil Assassin's Creed, dieser Trailer, sehr umstritten ist. Aber das sagen wir danach. Wir lassen es erstmal ablaufen. Ab 18 kennt man bei Assassin's Creed. Da war auch schon der erste wichtige Hinweis. Alpha-Footage. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ihr werdet auch einige Trailer, die wir zeigen, schon kennen. Es geht jetzt auch nicht darum, die allerneuesten Trailer zu präsentieren, sondern wirklich über das Material, was da gezeigt wird, zu diskutieren, genau, das zu besprechen. Und hier, ich muss jetzt gleich reinlabern. Wir gehen jetzt sofort rein. Genau, diese Details, die ihr hier seht, das ist für uns der Grund, warum wir diesen Trailer zeigen wollten. Mhm. Weil kein Spiel diesen Detailgrad hier hat an Objekten, an Gedöns und an Geflirre. Und im Grunde auch wie die Dachziegeln reflektieren. Ja, ist super geil. Und die Sichtweite ist der Hammer. Die Detailsichtweite, also wie weit man gucken kann, ohne dass es irgendwie blurry oder was auch immer wird. Ja. Und schön Notre Dame. Diese vielen Leute da unten und so weiter sind natürlich auch toll. Und das war schon mit diesem zack, Trailer. Ist er ab? Genau, der ist er ab, die Rübe. Mhm. Available Holiday 2014 from Ubisoft. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon gleich mit dem Trailer angefangen, den ich für relativ mit Fake-Potenzial besprechen würde. So, weil da stand Alpha-Footage, es gibt schon Bilder zu Assassin's Creed Unity, die leicht anders aussehen. Ja, die sehen nicht nur leicht anders aus, sie sehen ziemlich anders aus. Genau, die wurden allerdings auch wieder irgendwo geleakt und die sind nicht offiziell. Und deswegen, dieser Trailer wurde, glaube ich, auch so ein bisschen als Kurzschluss von Ubisoft rausgehauen, um zu zeigen, wie es denn mal aussehen soll, was quasi der Plan ist. Und sie haben ganz direkt dazu gesagt, dass es natürlich kein Gameplay-Material ist, aber es ist die In-Game-Engine. Ich kann mich erinnern, als dieses Video geleakt ist, als es jetzt offiziell erschienen ist, als die Bilder geleakt sind, so rum. Das ist jetzt ja ein paar Wochen her. Da war es nämlich so, dass auf einer großen, bekannten Plattform für Spiele, Neuigkeiten und Videos, da wurden Sachen gezeigt, erste Bilder. Und zwei Tage später, glaube ich, nur, das war so vielleicht sogar nur einen Tag später, hat Ubisoft dann dieses Video veröffentlicht. Und das hört sich doch irgendwie sehr danach an, oder riecht sehr stark danach, dass man das Video eigentlich mal länger machen wollte und dass man das vielleicht noch länger in der Pipeline lassen wollte. Mhm. Aber dann wurde denen so auf den Schlips getreten, dass die dann gesagt haben, okay, jetzt hat man da so ein paar pixelige Bilder von uns gesehen und da sieht man Bilder aus dem Spiel mit dem Spielcharakter in der dunklen Robe und jetzt müssen wir zeigen, was das Spiel wirklich kann. Genau. Jetzt müssen wir da ein bisschen mal hinterher treten und müssen zeigen, so sieht Unity eigentlich aus und nicht diese verwaschenen Bilder, die ihr da seht mit so einer kleinen Kirche da im Hintergrund und sowas. Ja. Und mussten dann sagen, das kann es wirklich. Deswegen haben wir, glaube ich, diesen Trailer bekommen. Aber dieser Trailer ist auch ein Beispiel dafür. Es ist ein Trailer. Mhm. Da ist keine Kamerafahrt, wie man hinter der Figur langläuft und da sich durch die Leute schleicht und so weiter. Ja. Es sind besondere Kameraeinstellungen. Da wehen irgendwie Blätter über die Straße. Das ist irgendwie mit so viel Kleinkrams belegt, dass man sich, sowas kennt man eigentlich nur aus Trailern oder aus Zwischensequenzen. Mhm. Und sowas hat man sich natürlich erhofft für Current Gen oder Next Gen. Und ja, dieser Trailer zeigt das jetzt. Und natürlich haben wir jetzt wir total begeistert, aber auch eben so hart am Zweifeln wegen Fällen wie Watch Dogs und wegen anderen Fällen wie, vielleicht könnt ihr euch noch an Killzone erinnern, wo auch so richtig krasse Trailer vorher abgefeuert wurden, die sich dann nicht so ganz bewahrheitet haben. Und das ist für mich ein Kandidat dafür. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. So. Also ich glaube, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es im Spiel nicht so aussehen wird, wenn man wirklich spielt, während man interagiert. Ja. Dann wird es nicht so aussehen. Da stand gerade In-Game-Alpha-Footage. Das wird sich, glaube ich, mehr darauf beziehen. Also es wird einfach eine Rendersequenz aus dem Spiel sein. Eine Rendersequenz hieße ja wieder nicht Echtzeit berechnet. Und ich glaube durchaus, dass auf irgendeinem hochgezüchteten PC diese Sequenz in Echtzeit berechnet wurde. Ja, das aber stand ja In-Game. Du wirst niemals in Spielszenen, weder auf dem PC noch auf der PS4 oder One, wirst du sowas zu sehen bekommen, glaube ich. Solche Szenen, die wir da gerade gesehen haben. Ihr seht, wir sind unterschiedlicher Meinung. Ich glaube durchaus, dass bis jetzt die bisherigen PS4 und Xbox One Titel und so weiter noch längst nicht das zeigen, was diese neuen Konsolen zu leisten imstande sind, weil da ist auch klar. der Sprung gar nicht groß genug zu den alten Spielen. Mhm. Und ich weiß, ich kann das noch gar nicht einschätzen, ob nicht vielleicht sowas möglich ist in dem Moment, wo sich Entwickler von Anfang bis Ende auf eine sehr leistungsfähige Technik, meinetwegen die PlayStation 4, einschießen können. Und wer weiß, was die dann zaubern können. Ne? Also wie gesagt, die haben, glaube ich, umgerechnet so mal ganz grob geschätzt 10 bis 20-fache Leistung der PS3, also von den Vorgängerkonsolen. Ja. Und da kann man eventuell sowas erwarten. Ich habe ursprünglich mal sowas erwartet und zwar gleich zum Start dieser Konsolen. Da wollte ich eigentlich das da sehen. Und zum Start gab es nichts. Es gab wirklich nichts, ja. Es gab Trailer von Drive Club, die ganz nett aussahen. Es gab selbst das Killzone. Zeig doch mal, wir haben Drive Club ja nochmal da. Du kannst es ja gerade mal da, genau. Das sieht auch ganz geil aus, aber es ist eben nur ganz geil. Das ist jetzt aber der neueste Trailer, oder? Das ist der neueste Trailer, aber ich finde, grafisch hat sich da jetzt nicht so viel getan seit der E3.
ja. Wo es das erste Mal gezeigt wurde. Oder ich weiß gar nicht, aber es wurde zwischendurch ja nochmal gestoppt, die Entwicklung, und sie wurde dann ja nochmal neu aufgenommen. Mhm. Aber hier, sie sagen es schon immer dazu, ne? Auf welchem System das mittlerweile? Ja, also sie schützen sagen. Sich schon so ein bisschen und sagen immer explizit dazu, dass genau, es kommt von der PS4, es ist nicht auf dem PC gerendert, weil sonst geht sofort das Gehau und Gesteche los in den Foren. Ich frage mich immer, was die da jetzt damit für ein Ziel verfolgen, wenn sie das einblenden. Heißt das dann, ist das dann quasi ein Diss an die PS4? Kann man das so sagen, dass sie dann, dass dann da steht, alles auf der PS4 aufgenommen, also es geht besser, in Klammern dahinter? Oder soll das dann heißen so, das ist schon geile Grafik? Ich weiß nicht, mit welcher Intention die sowas da hinschreiben. Ich glaube, es soll stumpf das bedeuten, dass wir genau das dann so auf unserem Fernseher zu Hause sehen werden. Aber eben, und da sind wir bei. Aber es ist doch so ein bisschen, hat man da doch im Hinterkopf so, ja, ihr wisst ja, PC sieht noch besser aus. Ich glaube, das möchtest du denken, ich weiß es nicht. Ja. Also, du bist ja immer der Meinung, dass die Next-Gen-Konsolen schon wirklich auch an starke PCs heranreichen von der Leistung. Ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung. Das tun sie nicht, auf dem Papier nicht, und das tun sie natürlich nicht von den technischen Daten. Aber von der Integrität des Systems her, meinst genau, du? Genau, da so arbeiten die Komponenten besser zusammen, ja. Und vor allen Dingen haben die Entwickler nur ein System, für das sie entwickeln müssen. Das können sie voll ausreizen bei 30 Frames oder was auf dem PC nie möglich sein wird. Deswegen werden PCs immer mehr Technik brauchen, um dieselbe Grafik darzustellen. Das war schon immer so und es wird auch so bleiben, weil kein Entwickler sich die Mühe gibt, das dann auch auf Mittelklasse-Maschinen, die diesen technischen Spezifikationen entsprechen, anzupassen. Mhm. Aber so, kurz zu dem Trailer hier. Krasse Rechtskurve. Das finde ich so krass, weil klar, das ist jetzt einfach nur so ein Shot von oben, aber das muss man dazu sagen bei dem Spiel, die haben wirklich eine offene, große Landschaft generiert. Und klar, man fährt da nur auf so einer Rennstrecke durch und sieht quasi nur links und rechts ein bisschen das Panorama. Gehört das alles noch zur Landschaft? Das gehört tatsächlich dazu. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir mussten gerade mal ein kurzes technisches Problem beheben. Das ist nun mal so bei einer ersten Folge. Ja. Da läuft noch nicht alles so rund. Dafür spielen wir uns heute noch ein bisschen ein. Richtig. Wir haben aber gerade darüber geredet, was bei Drive Club eigentlich wichtig ist und bei anderen Rennspielen an sich. Wir sind darauf gekommen, dass viele Hersteller immer damit werben, dass die Autos so toll aussehen, dass da jede Radmotor glänzt und dass alles halt aussieht wie in echt. Und das sieht ja auch teilweise schon wirklich komplett fotorealistisch aus, die Autos heutzutage in Rennspielen. Was aber dann irgendwie immer ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen wird, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn man dann erstmal im Auto sitzt. Genau. Und dann wirklich die Strecke runterfährt, dann sieht man ja höchstens noch seine Kühlerhaube. Und ansonsten möchte man wirklich an der Seite, man möchte die Leitplanken sehen, man möchte Leute sehen, die dahinter stehen, man möchte Bäume sehen, man möchte was von der Umgebung sehen. Und das sieht bei vielen Rennspielen einfach wieder nicht so gut aus. Und die Hersteller kaschieren das dann oft damit, dass sie wirklich nur Bilder und Videos zeigen, wo die ganze Zeit sich die Kameras um die Autos dreht. Da wird dann auch sehr wenig Cockpit-Perspektive gezeigt und sehr viel Außenkameraperspektive, es ist, genau, wo die Autos vorbeifahren. Das weiterzuführen, du kannst im Grunde, gibt es fast keinen Rennspiel-Trailer, der nicht ausschließlich immer nur Kamerakreisfahrten um die Autos zeigt. Auf Felgen, auf Motorhauben. Wir haben doch noch einen Trailer da. Ja, warte, mach mal noch was an. Mach gleich nochmal an, genau. Auf jeden Fall siehst du ständig die Autos in Nahaufnahme und das ist natürlich trailertauglich. Das ist gerade bei Rennspielen so. Man sieht Trailer von Rennspielen und die sehen fast immer besser aus als das eigentliche Spiel, weil sie sich fokussieren auf Kamerafahrten um diese detaillierten Autos und diese Details sieht man gar nicht und man hat als Betrachter gar nicht das Gefühl, dass diese Grafik Schwächen hat. Und für mich zum Beispiel, bestes Beispiel dafür ist Project Cars. Das hat jetzt keine hässliche Landschaft. Die ist schon ganz okay, aber verglichen mit den Autos stinkt die einfach sowas von ab. Und das ist einfach. Ja, dann hau mal einen raus da. Ja, wenn jetzt der Bildschirm wieder da ist. So, und ich zeige euch das mal. Genau, jetzt ist ein typischer Trailer. Übrigens ist das genau so. Man sieht Autos, Autos, Autos und die sind voll geil. Und dann. Ja, die Landschaft, das sieht halt aus wie bei Call of Duty 2. Na, also, übertreib nicht. Aber es ist halt, guck dir mal die Autos an, wie unglaublich krass die aussehen. So. Und ich frag mich immer so. Du hast schon gesagt, kreisförmige Kamerafahrten um das Auto rum. Ja. Was anderes ist da eben nicht im Fokus. Richtig. Genau das haben wir gerade angesprochen. Die Autos werden gefeiert, aber irgendwie sind die ja nicht ein einziger Teil dieses Rennspiels, sondern es geht dann auch wirklich um die Rennerfahrung. Genau. Und wenn du an diesen CGI-Fahrten dann mal so vorbei bist, dann vor allem bei Project Cars, deswegen ist dieser Trailer eigentlich ein schlechtes Beispiel für das, was wir jetzt sagen wollen.
die Closes, also die Texturen des Asphalts zum Beispiel oder der Streckenbegrenzung, die sehen richtig geil aus. Aber, und das haben wir gerade bei Drive Club gesehen, die Weite der Landschaft und die, also die, ja, die Architektur der Landschaft da sozusagen. Da hinten, wenn du dir diese Zuschauer da hinten anguckst, das ist einfach nur, das ist Bitmap. Ja. Die sind einfach nur eine flache Fläche. Gerade die Bäume hier sehen richtig, ich will es nicht sagen, aber sieht echt kacke aus teilweise. Und man kann sich davon nur ablenken, wenn man genau close auf den Asphalt, auf die Autos und so weiter. Ja, sowas wollen wir hier sagen, die sehen scheiße aus. Die sehen scheiße aus, ja. Nennen wir es doch beim Wort. Ich meine, klar, ne, das war eine geile Sequenz, aber guckt euch mal Szenen an, wo einfach mal jemand mit Cockpit eine Strecke lang fährt. Da war, so. War sogar gerade Ingame-Grafik im Spiel. Und genau. Das war jetzt ein Beispiel für typische Rennspiel-Trailer. Und man hat es im Grunde gar nicht gesehen, was daran eigentlich noch an der Grafik stören könnte. Ja. Aber jeder, der das Spiel sich dann installiert, wird irgendwie aufwachen und denken, hä, das habe ich aber nicht bestellt. Genau. Warum sah denn das Zeug im Internet so geil aus und warum bin ich denn jetzt so viel weniger beeindruckt? So? Also ne, solange er sich nicht den ganzen Tag seine neuen Felgen anguckt, das, solche Leute soll es ja auch geben. Ich habe darüber ja mal einen etwas längeren Artikel geschrieben, wo ich mich darüber ausgelassen habe, dass viele Hersteller mittlerweile 2 Jahre bevor das Spiel rauskommt schon einen Trailer zeigen, die dann da schon völlig übertrieben sind, weil sie 2 Jahre später, wenn das Spiel dann irgendwann mal in der Alpha oder so erscheint, für 60, 70 Euro dann überhaupt nicht das leistet, was man schon Jahre vorher gesehen hat. Ja. Und dass das im Prinzip schon so ein bisschen nepp ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, da gibt es mehrere Beispiele für. Ich glaube, dass Project Cars schon so aussehen wird, weil es gibt jede Menge, das ist ja Alpha-Footage im Grunde, es wird von Leuten getestet, die diese Trailer auch generieren so, aber selbst die setzen eben voll auf diese Closes, das heißt, ja, selbst die Fan-Trailer sind so geschnitten, dass man Wert auf die Autos legt, auf die Details und so weiter und man muss dazu sagen, bei diesem Spiel ist ja gerade das wichtig, ja, also die Details, wie detailverliebt diese Autos gestaltet sind, dass da wirklich jeder Bremsklotz noch erkennbar ist, das ist ja für Autoliebhaber, ne? Wir wollen jetzt das nicht kleinreden, was sie gemacht haben, für Leute, die Autos lieben, ist das der Hammer. So, nur für Otto Normal Rennspieler, wenn ich dann auf die Strecke gehe, beeindruckt mich deswegen Drive Club mehr, was ihr davor gesehen habt. Es möchte ja auch eine Rennsimulation sein, die ein realistisches Fahrverhalten und solche Sachen simuliert. Und deswegen, dafür reicht es dann vielleicht nicht, wenn man doch immer nur die Kamera schwenkt, um die schönen Autos zeigt. Ja, genau. Also, hast du Project Cars schon mal gespielt? Nee, ich wollte die Alpha und dann kam ich irgendwie nicht mehr rein. So. Weil ich habe das vor 2 Jahren habe ich das schon gespielt. Okay. Und da sah es wirklich noch crappy aus. Ja. Also da war wirklich, da muss man den Entwicklern jetzt auch schon zugutehalten, dass sie da große Fortschritte gemacht haben. Hm. Da habe ich die PC-Version gespielt und die sah damals noch echt schlecht aus. Und auch damals gab es schon Bilder von Autos, die eben damals schon geil aussahen, weißt du? Also quasi extrem hochaufgelöste Close-Shots von Autos. Und ja, die haben wahrscheinlich die Landschaft dann nach und nach so ein Stück verbessert, gerade durch die Lichtstimmungen und so weiter. Da haben sie da viel passiert durch die Spiegelungen. Aber an Drive Club, und deswegen habe ich diesen Vergleich jetzt hier auch angemacht, diese beiden Spiele nacheinander, gefällt mir das besser, dass man da eben wirklich durch eine geile Landschaft braust. Das werdet ihr dann jetzt übrigens auch öfter sehen. Und darum sitzen wir hier, bei den Optikern. Wir wollen eben auch solche Vergleiche ziehen. Das ist jetzt natürlich auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Warum vergleicht ihr jetzt diese beiden Titel? Aber das sind eben so Sachen, die wir finden, dass die irgendwo auch gewisse Berührungspunkte haben und dass man die deswegen auch vergleichen kann, so wie wir das jetzt gemacht haben. Und das werden wir halt auch öfter machen hier. Ob das jetzt dann mit Videos ist oder ob wir die Spiele dann selbst antesten und mal ein bisschen an der Grafik rumfummeln. Genau, also aber dazu werden wir später noch was sagen. Sagen wir später noch was. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter, bevor wir hier zu viel uns selbst präsentieren und unsere Grafik. Was machen wir denn? Wir haben hier so einen bunten Strauß voller Grafikkracher. Wir haben jetzt schon, was hatten wir schon? Wir können doch, lass uns doch mal weitergehen zu den beiden Engines. Wir haben ja mal 2 Engines vorbereitet, die wir gegeneinander mal ein bisschen antreten lassen können. Ja, richtig. Wobei, ja, nee, ich sag jetzt erstmal nichts. Wir machen sie wirklich erstmal nur an. Ja. Eventuell brechen wir sie zwischendurch ab, weil die sind sehr lang, die Videos. Mach mal zuerst bitte die andere an, weil das ist schon bekannter. Okay. Das kennen wahrscheinlich auch sehr viel mehr Leute. Genau, kam vor einiger Zeit raus, Unreal Engine 4, quasi zur Präsentationszwecken erstellte Grafikdemo im Sci-Fi-Setting. Infiltrator. Ja, die Infiltrator, genau. Infiltrator-Demo, genau. Schauen wir uns die mal an. Ja, das ist ja gerade das Spezialgebiet von der Unreal Engine, die ganzen Pixel und
Effekte, die da eben überall rumleuchten, rumfliegen. Partikeleffekte damit. Genau. Sie, genau. Also ja. Funken, Rauch, Licht, der durch Funken und Rauch gebrochen wird und so weiter. Diese genau, Überblendung. Lichtbrechung, so Lichtbrechung ja. Durch Nebel und sowas, genau. Das ist so ultra realistisch. Also das soll ziemlich geil aussehen. Das ja. Zeigen sie auch hier. Das sieht man in allen anderen Unreal Engine Demos, dass sie darauf viel Wert gelegt haben. Ich meine, Beleuchtung und diese ganzen Sachen, das ist ja auch das, was wirklich wichtig ist. Ja. Was aber jetzt kommt da gleich der unsichtbare Typ, der ihn dann, ne? Genau. Ja. Also man sieht das und will einfach nur verdammt nochmal so ein Spiel haben. Und man hat es nicht, man kriegt es nicht. Hoffentlich passiert das irgendwann, aber das wäre für mich wirklich mal auch ein, da sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten, ein Grund, ein schlechtes Spiel zu spielen, wenn es denn so aussieht. Mhm. Ja, wenn das dann auch noch in der Framerate auf irgendeinem System läuft, dann ist jetzt auch wieder schwierig, ne? weil filmische Sequenzen gezeigt werden, Kamerafahrten und so weiter. Natürlich kann so ein Spiel sowas nicht haben, weil dann kann man es nicht mehr spielen. Ja. Aber sie behaupten, und das wird wohl auch so stimmen, dass es auf irgendeinem System, was sie natürlich nicht so richtig genauer beziffern, dass das hier gerade in Echtzeit läuft und dass das möglich ist, wenn man sich genug reinhängt. So. Ja, wenn man wahrscheinlich eine ganze Grafikkartenfarm vor sich hat, dann kann man das machen. Ja, wenn sie einmal ins NASA-Zentrum eingebrochen, Prozessoren zusammenlaufen lässt und dann. Aber ihr seht, wie wir reden. Ne? Also wir kennen sowas einfach noch nicht von unseren PCs, von unseren Konsolen, deswegen glauben wir noch nicht dran. Vielleicht werden wir in einem halben Jahr Lügen gestraft, ne? Das weiß man noch nicht so. Ja, genau, weil das dann so auf der Xbox One laufen wird. Genau. Das glaube ich jetzt nicht. Sag mal ein bisschen optimistisch. Ja, ich bin optimistisch, aber irgendwie auch realistisch dabei. Ja. Ich glaube auch nicht dran, ich will aber dran glauben. Weil es ist unlogisch, ja. was mich immer wieder flasht bei diesen Spielen ist, gar nicht mal so diese Lichteffekte, die sind natürlich alle der Hammer und auch gerade wieder diese Funken flogen und so, die Sichtweite, ne, die ganze Stadt hier und so weiter. Ja, es ist alles doch scharf hinten, so. Ne? Also alles geil. Genau diese, es auch wird die, nicht geblurrt hinten oder so. Bei wird es sogar aber immer auf filmische Weise, ne? Genau. Also, so, wie man es aus Tiefen und Schärfe, kann, so. Aber es wird nicht nach hinten verpixelt. Genau, hier ist ein Beispiel für die Größe der Level, die möglich sind mit dieser Unreal Engine, auch möglich durch den immens gesteigerten Grafik- und Arbeitsspeicher der neuen Konsolen, die früher solche Architekturen gar nicht stemmen konnten. Nee, das ist einfach nicht möglich gewesen mit 512 MB. Nee, das war ein bisschen knapp bemessen, nicht. Ja. Ist übrigens der technisch, sagen auch die Entwickler, der technisch größte Sprung von Current und Next Gen ist der Arbeitsspeicher. Der vergrößerte Speicher zum Vorladen der Level-Architektur. Genau, weil der einfach viel riesigere Maps und sowas erlaubt. Genau. Deswegen übrigens meiner Meinung nach auch die Schwemme der Open-World-Titel, weil die jetzt endlich möglich sind. Witcher 3 etc. Ja, auf jeden Fall. Und selbst solche Spiele wie zum Beispiel Battlefield, wo du eben große Maps hast, da hattest du auf der PS3, hattest du zum Beispiel noch viel kleinere Maps als auf dem PC. Da wurden die Conquest Large Maps, die wurden zum Beispiel nur auf dem PC erlaubt. Die hattest du auf der PlayStation nicht, weil die einfach nicht diese großen Maps darstellen konnte. Also wir haben im Grunde dadurch, durch die Technik, das haben wir auch im Appcast schon öfter gesagt, einen Gameplay-Vorteil. Ne? Weil wir haben plötzlich größere Level, die vollgestopft sind mit mehr begehbaren Häusern und so weiter. Man kann alles stufenloser und ohne Ladebalken reinballern und das wird sich auch aufs Gameplay auswirken und meiner Meinung nach ist das extrem wichtig. So. Jetzt haben wir diese Demo gesehen. Ja, jetzt haben wir die Unreal Engine 4 gesehen. Jetzt müssen wir doch nochmal eine andere Engine zeigen. Und zwar ist das die von einem Spiel, was wir beide schon sehnlichst erwarten. Mhm. Du kannst ja vielleicht mal mehr dazu sagen. The Division, habt ihr vielleicht schon von gehört, von Ubisoft. Da hat man schon viel Gameplay gesehen, deswegen ist das für uns jetzt auch realistischer, was ihr gleich seht. Man hat sehr viel Gameplay gesehen, kann natürlich sein, dass sie da auch wieder irgendwelche NASA-Rechenzentralen für benutzt haben und so, das weiß man nicht. Ja, also ich glaube auch dran. Aber es gibt schon Gameplay-Material, was ähnlich gut aussieht wie das, was wir euch jetzt zeigen. Und bei der Unreal Engine habe ich das noch nicht gesehen bis jetzt. Aber wie gesagt, ich lasse mich da auch noch überraschen. Peggy 18. Das ist wie immer 18. Genau, alleine dieser Wald, diese kleinen Pflanzen da unten, dass das alles so animiert ist, die Lichtbrechung. Deswegen machen wir das. Wir sitzen hier einfach und ich würde es gerne schweigen und nur noch betrachten. Ja.
und möchte, dass dieser Typ aufhört zu reden und wieder das Spiel zeigt. Jetzt hören wir ein paar Skandinavier, die darüber reden. Mhm. Und die sagen auch übrigens in diesem Video, ihr hört den Ton jetzt nicht so gut, aber sie sagen eben, dass sie die Engine tatsächlich von Grund auf für die Konsolen, die jetzt draußen sind, entwickelt haben, um die voll auszureizen, um ein Next-Gen-Erlebnis auch wirklich umzusetzen. Also sie sagen, sie haben im Grunde die erste richtige Next-Gen-Engine oder was auch immer. Und ich finde, das sieht auch realistisch aus, weil wenn du dir diese Autos hier anguckst, die sehen zwar auch noch schick aus, aber die sahen jetzt bei GTA 5 zum Beispiel, sahen die auch schon ungefähr so aus, diese Autos. Also ein bisschen schlechter natürlich, aber ich denke, das ist realistisch, dass wir sowas da, eine Spielszene, das ist ja, genau. Das ist ja 100% eine Spielszene gewesen. Man sieht im Editor zum Beispiel, ist auch sehr wichtig. So. Also das, ich finde diese Aufmachung von dem Trailer eben gut, weil denen kauft man das komplett ab, dass es dann wirklich so aussieht, weil du das so siehst. Das gibt's allerdings auch da, für Unreal Engine. Da, guck dir das an, da hast du das hart gesehen, das war auf jeden Fall eine Spielszene. Klar. Es gibt das allerdings auch für die Unreal Infiltrator Engine, gibt es Momente, wo sie anhalten, drehen und so weiter, also sie beweisen es auch im Grunde, dass es Echtzeit ist. Genau. Also das hier ist übrigens ein Grafik-Engine-Demonstrationsvideo, deswegen reden die sehr viel darüber, wie man damit entwickelt. Also es ist im Grunde an die Programmierer gesendet. Was mir hier auffällt, ich stopp einfach mal. Da soll es ja auch nicht so, nicht nur um das Spiel an sich gehen, da geht es ja nicht nur um The Division, da geht es eben mehr um die Snowdrop Engine. Genau. Ich möchte anhand dieses Bilds mal sagen, was mich an Next-Gen-Grafik immer wieder flasht, wenn ich sowas sehe. Und das sind, klar gibt es hier geile Texturen, ihr seht, das ist alles total detailliert und so weiter. Was für mich aber viel, viel bedeutsamer ist, sind die vielen Objekte, die man sieht. Ja. Tausende von Blättern, tausende von kleinen Steinchen, tausende von verschiedenen Bäumen und Vegetationsmaterialien oder wie man es schimpft. Tausendmal mehr wert als, keine Ahnung, ein gut designter Tunnel mit Fototexturen. Ist einfach so eine Art von Natürlichkeit der Umgebung herzustellen durch eine unglaubliche Objektdichte. Was mich immer am meisten flasht, wenn du schon deinen Senf dazu abgibst, sind eigentlich die Oberflächen der Texturen. Also wenn man sich dann die Rinde anguckt, ja, die sind dann natürlich ist es wirklich, auch krass. Aber es gab früher meiner Meinung nach schon Spiele, die das ähnlich gut geschafft haben. Ja, aber das hat einfach mehr Tiefe. Die Texturen haben einfach eine ganz andere Oberfläche. Das ist so, du kannst das schon richtig fühlen, wenn du das anguckst. Ja. Du kannst, wenn du dir diesen Baum anguckst, dann riecht das fast nach Wald. So, das ist einfach, also jetzt mal übertrieben gesagt. Also du kannst stellt euch einfach mal ganz blöd, es wird einen Skyrim-Nachfolger geben und der wird bestimmt nicht wieder in der Schneelandschaft spielen. Stellt euch einfach mal ein Elder Scrolls-Spiel vor, mit dieser Grafik, Tschüss Realität, sage ich nur so. Das wird böse. Das wird übel, dann werde ich auf jeden Fall meinen Job verlieren und alles. Obwohl, ich kann es ja hier spielen. Sehr gut. Ey, das sind diese Perks, ne? Ja, das sind diese Perks. Ich skipp mal ein bisschen, ich guck mal, ob es da noch irgendwie... Ja, später gibt es auf jeden Fall noch, gibt's später noch Spielszenen. Ja, du kannst da ja auch mal anhalten, wenn wir in der Stadt jetzt eine Spielszene sehen. Ich halte mal kurz hier an, weil das ist das Setting von The Division. Dieses Wald-Setting, was ihr gerade gesehen habt, da haben die Entwickler schon gesagt, das muss nicht so im Spiel vorkommen. Das war wirklich nur Das war eine Engine. Präsentationszwecken, aber man sieht aber, dass sie auch in der Großstadt, da gibt es ja diese ganzen Straßenschluchten mit den wehenden Zeitschriften und den Müllsäcken und dem ganzen Gedöns, Pipapo, was da rumsteht. Diese Objektdichte hat man halt auch in der Großstadt so. Und es ist halt eben der Großstadt-Dschungel so. Und das sieht man halt hier. Ich finde das irgendwie fabelhaft. Aber ist eine zerstörte Großstadt. Weißt du eigentlich, was da passiert ist? Also ist schon mehr über die Story bekannt von dem Spiel? Ich weiß nämlich noch nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht so viel, aber ich kann auch nicht sagen, ob sie noch nichts gesagt haben. Ich weiß, dass es irgendwie natürlich postapokalyptisch ist, denn die Stadt ist verlassen und so weiter. Das sieht man ja an jeder... sieht schon, also wenn du dir das anguckst, diese Brücke mit den umgedrehten Taxis drauf und das sieht alles so zerstört aus, erinnert mich das sehr an, wie hieß er noch? Der Film mit Will Smith nach dem Buch. Ach so, I Am Legend meinst du? I Am Legend, ganz genau. Das stimmt. Wo das Buch sehr viel besser war, fand ich, als der Film. Der Film, ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Genau, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber zumindest hatte der Film ja auch ein anderes Setting. Der Film hat ja in New York gespielt und das Buch war, glaube ich, in Los Angeles oder sowas angesiedelt. Für mich hat das sogar leichte Parallelen zu Crysis, weil es ja zumindest eine Großstadt ist, also Crysis 3 meine ich, eine Großstadt ist, die verwildert ist. Man sieht diese Taxis, ich glaube, das ist New York City hier auch. Genau. Fehlt halt die Kuppel oben drüber, dann wäre es Crysis. Genau, es fehlt halt der Dome. Und der ganze Bewuchs, der ist ja auch noch nicht so durch, aber das ist ja auch speziell Crysis.
Ja, bei Crysis ist es ja auch deswegen, weil die schon seit ewigen Zeiten sind die Seth da und werden da eingeschlossen. Mhm. Und hier ist es, glaube ich, gerade passiert. Da haben wir gerade Manhattan gesehen, also es ist definitiv New York. Übrigens, dieses Spiel, die Entwickler betonen immer wieder, wie wichtig die Materialien sind. Also wenn sie auf verschiedene Sachen schießen, Lack, Glas und so weiter, die Dinge sollen sich alle ziemlich physikalisch korrekt verhalten, wenn man sie zerstört. Und das ist eigentlich der eigentliche Overkill bei dieser Optik. Ich halte nochmal an, Leute. Kannst du einfach ins Bild drücken. Nee, irgendwie geht das nicht. Egal. Zieht euch das mal rein. Die Sichtweite muss das ja auch noch haben. Weißt du, man hat diesen Detailgrad in der Nähe. Man braucht aber auch diesen Detailgrad. Man will ja nicht, dass ungefähr, ich mache hier mal mit der Maus so drüber, dass ab hier irgendwie so eine, die Häuser bestehen nur noch aus 3-Farben-Grenze ist. So, ja. Wer ein bisschen älter ist von euch, der kennt das noch vom N64, die Nebelmaschine. Ja. Wo einfach die Grafik gleich so nicht ausgereicht hat, um das bis zum Ende darzustellen. Und das finde ich so faszinierend. Ich hoffe, das können sie erhalten, weil mir ist das immer immens wichtig, wenn ich auf irgendeinem Häuserdach stehe und da runter gucke und denke, ja klar, ey, da ist die Stadt. Und das, was ich da unten in der Häuserschlucht gesehen habe, ist da drüben auch. Finde ich extrem wichtig. Ja, man sieht ja auch, man kann hier ja auch die ganze Straße runter gucken und da hinten ist ja auch, sind ja noch Sachen animiert und das sieht ja auch nicht aus wie Kulisse. Das ist ja einfach ein Spielbild. Das da hinten, das ist eine Kulisse auf jeden Fall. Aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass man die Sachen wirklich noch animiert oder dass die wirklich noch irgendwie Substanz haben, die in 5 Kilometer Entfernung sind. Richtig. Aber für mich ist dieser Shot, sagt alles über dieses Spiel aus, warum ich mich so drauf freue. Weil einmal supergeile Lichtstimmung, ist auch immer sehr wichtig. Wir reden sowieso auch nochmal über Design und Stimmung abseits von Technik. Aber hier schaffen sie es auch durch diese blaue Beleuchtung und ich finde, es hat so ein ganz eigenes Setting. Ich muss nur einen Screenshot von Division sehen und weiß sofort, das ist das Spiel. Und das ist auch extrem wichtig, es hat einen eigenen Look, auch mit diesem Schnee da und so weiter. Mich flasht das irgendwie. Ja, ich finde, wobei, das sieht auch schon ein bisschen, das könnte Max Payne 3 sein, um das Spiel jetzt nochmal aus der Kiste zu holen. Mhm. Aber es ist gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Mhm. Und jeder, der das schon mal auch irgendwie angezockt hat, weiß, dass du da auch in New York bist, dass du da mal über die Dächer läufst im Schnee und es sieht schon recht ähnlich aus wie nur hier nicht, jetzt. Nur nicht so toll. Ja, nur nicht so toll, aber es ist nun mal auch schon wieder ein paar Jahre alt. Genau. Okay, ich mach mal weiter. Wir haben jetzt genug von Division, wir haben noch jede Menge anderes Zeug. Und zack, Trailer aus. Wollen wir gleich weitermachen? Oder wir haben jetzt zwei Engines miteinander verglichen. Ja, wir haben die zwei Engines mal miteinander verglichen, so ein bisschen. Wollen wir da jetzt irgendwie ein Fazit ziehen? Weißt du schon, welche dir davon besser gefällt? Was ist da irgendwie, was ist also ich viel den Eindruck, sagen da? Und wir müssen das auch nochmal sagen, wir sind subjektiv, wir beschäftigen uns viel damit, aber wir sind keine Programmierer, deswegen müssen wir so ein bisschen auf unsere eigenen Augen vertrauen. Und danach würde ich sagen, wir sind Zocker. Genau, wir sehen das einfach aus der Spieler-Sicht. Ja, genau. Weißt du? Aber trotzdem, wenn ich das jetzt versuche, irgendwie objektiv zu bewerten, würde ich sagen, die Unreal Engine, also was ihr da vorgesehen habt, setzt mehr auf filmische Effekte mit Tiefen und Schärfe und diesen ganzen Partikeln und überstrahlende Objekte und so weiter. Es sieht sehr nach CGI aus, nach irgendwelchen Shrek-Movies und so weiter. Ne? Und die Snowdrop Engine, es war natürlich auch mehr Ingame und so weiter, aber die scheint mehr auf so einen realistischen Look zu setzen mit sehr viel Details, mit sehr viel Kleinkrams. Und ihr habt mich ja gerade sprechen gehört, ich stehe auf sowas, weil ich finde, das war in der Vergangenheit bei Spielen oftmals das Manko. Die hatten tolle Texturen und irgendwelche Wahnsinns-Blur-Effekte und Raucheffekte und so. Aber der Detailgrad der Landschaft, wie vorhin schon bei Drive Club, der hat mir immer gefehlt. Und deswegen sage ich Snowdrop. Ich glaube, da kommen wir miteinander überein. Da können wir uns die Hand drauf geben. Snowdrop Engine gewinnt an dieser Stelle. Genehmigt. Jetzt muss es nur noch so aussehen am Ende. Bitte, machen. Alles klar. Und wir haben, wo ist er denn? Da ist er. Wir haben ein Spiel. Oh, jetzt geht's mehr wieder in die Fantasy-RPG-Ecke. Genau, aber wir haben ein Spiel, jetzt haben wir gerade das so abgefeiert. Wir haben das auch im Appcast schon öfter abgefeiert. Was einen ähnlichen Effekt hat. Ein Spiel, wenn was ihr uns schon mal zugehört habt, dann wisst ihr, dass das jetzt kommt. Ja, es kommt auf jeden Fall jetzt. Denn wir sprechen immer darüber. Und es hat dieselben Vorzüge wie die Grafik von The Division, nämlich achtet mal auf die Details. Ich sag mal nichts, ihr werdet sowieso gleich erkennen. Mach mal den Rand weg. Hoppala. In-Game-Footage. Ihr seht, das sagen sie mittlerweile immer dazu. Sie wurden zu oft gescholten und jetzt schreiben sie es immer dazu. Steht allerdings nicht auf welchem NASA-Rechner wieder. Genau. You cannot defy. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Der ist auch der Voll, der Trailer. Ne? Wir sammeln hier einfach nur... Ja.
Jetzt weiß jeder, was es ist. I saw a long ship made of the claws of dead men. The raids drove everyone to the shore. Ja, vor allem auch das Feuer da hinten finde ich unglaublich. Ja. Wie das aussieht, wie das schwelt. Dann auch diese Funken und so, das erinnert mich sogar wieder an die Unreal Engine, die wir gerade hatten. Ne? Partikeleffekte sind so ein bisschen der heiße Scheiß. Ja, die Partikeleffekte sind da schon irgendwie auch zu sehen. Mhm. Aber gleichzeitig hast du auch wieder diese Konzentration auf Texturen, auf Oberflächen, auf Variabilität, dass du viel siehst. Ich mach mal kurz Stopp. Genau, halt doch mal über der Stadt an. Mach noch mal ein bisschen weiter. Mach mal weiter. Ja. Ja, Zack. Jetzt, genau. So, ähnliche Szenerie wie eben bei Division. Ich finde, es sieht sogar auch ähnlich aus. Also die Engines haben irgendwie beide so ein bisschen... Es ist vergleichbar. Sie klotzen halt ran mit Oberflächentexturen und Details bis in die Ferne. Und deswegen wirkt dieses Bild so... Das könnte schon Division 2 sein, 600 Jahre vorher. Ja, genau. Im Grunde ist es vergleichbar. Das ist das New York... na gut, New York gibt es leider noch nicht so lange. Aber das ist das New York des 17. Jahrhunderts dann. Man muss allerdings dazu sagen, es wurde schon mehreren Leuten gezeigt, das Spiel, auch in Aktion sozusagen. Mhm. Und wenn es Kritik gab zur Grafik, dann eben leider genau das. Ihr seht da hinten den Hintergrund oder auch Landschaft. Es gab gerade eine Szenerie, wo er durch die Steppe geritten ist und so. Dass eben die Details im Hintergrund richtig mies ausfaden. Und dass es sogar einen ziemlichen Hardcut gibt. Das heißt, wir haben wahrscheinlich... Also es gibt wirklich wieder einen Plop. Ja, es soll einen Plop geben sozusagen. Ja, dass du eben dich ein bisschen weiter bewegst und dann auf einmal wird was schärfer. Genau. Dann poppen die Sachen auf hinten. Richtig, ja, das ist auf jeden Fall nicht schön. Ich hoffe, dass sie es wegoptimiert bekommen. Ist ja noch nicht fertig, das Spiel. Und die Sichtweite ist so auch schon hoch. Das Problem bei solchen Spielen ist immer nur bei Fantasy, man kann fast immer weit gucken. Ihr kennt das von Skyrim, man hat fast immer große Ebenen. Und es gibt keinen schlimmeren Atmosphärekiller, als wenn man mit seinem Pferd da lang reitet und plötzlich, oh, da ist ja ein Wald. So, und wenn der auch noch 200 Meter weit weg ist, das mag ja sein, aber es ist echt ein Atmosphärekiller. Ja, oder Gras, was sich wie so ein Teppich vor einem ausrollt, weil es nicht weit genug in die Ferne dargestellt wird. Das ist aber wirklich, du hast es schon gesagt, das ist das große Problem an dem Setting an sich. Ja. Denn im Mittelalter gab es nun mal halt keine Riesenmetropolen, die sich bis zum Horizont erstreckt haben. Da musst du eben viel Ebenen. Richtig. Viel Wälder, viel Berge, du musst eben viel zeigen, weil eben auch viel Gegend in der Gegend war einfach. Ja. Also ich nehme an, ganz ehrlich, dass sie es nicht hinkriegen werden, das bis in die absolute Ferne scharf zu zeichnen und dass sie den Trick machen, den die meisten Spiele da machen, ab einem gewissen Punkt, ist natürlich schon relativ weit weg dieser Punkt, aber ab da Blur drauf, Tiefen und Schärfe. So, wäre das für dich schlimm? Wäre das für dich irgendwie ein Grund, das dann nicht zu kaufen oder würdest du sagen, du würdest auf die vielen Objekte, die du nah an dir dran siehst, den hohen Detailgrad verzichten, wenn du mehr Tiefensicht hättest, mehr weiter in die Ferne gucken könntest? Eine gute Frage. Also wenn du den Regler verschieben könntest, in welche Richtung wird der bei dir gehen? Ich kann dir jetzt erklären anhand von Skyrim, weil ich bin Skyrim-Modder. Mhm. Wir werden da auch nochmal drauf eingehen in einer anderen Sendung. Mhm. Und bei Skyrim kann man sich so ein bisschen entscheiden. Da gibt es diese U-Grid-Einstellung. Wie weit wird die Detailumgebung dargestellt und wann setzt eben dieser runtergescalte Bereich an? Und mein Rechner ist gar nicht so der allerschnellste, der ist so obere Mittelklasse. Der ist so ein Pentium 2. Alter. Nee, der ist nicht wirklich geil, das muss ich zugeben, ich schäme mich auch ein bisschen. Ach, darum geht's jetzt nicht. Nein, aber jedenfalls auf deine Frage zurück. Ich habe Schatten ausgemacht, ich habe, keine Ahnung, ich habe so die Texturen runtergestellt, glaube ich. Ich habe so allerhand runtergestellt, damit ich diese Landschaft bis in die Ferne, damit ich mich auf den Berg stellen kann, da runter gucken kann und dann, weißt du, bis in die Ferne das vollgeballert hab mit Details. So. Mir ist es immens wichtig, ich kann euch verstehen, wenn ihr sagt, ey, wieso, die meiste Zeit laufe ich doch durch Dungeons und die meiste Zeit bin ich doch in der Stadt, wo ich gar nicht so gucken kann oder so ein Kram. Mir ist eher das Detail in der Nähe am wichtigsten. So, im Prinzip braucht man beides so. Aber ich stehe auf diese Ferne, weil es für mich so ein Gefühl auch beim Spieler, also gerade bei Open-World-Titeln, so ein Gefühl erzeugt von, ja, diese Welt ist authentisch, die existiert. Weil für mich ist das so eine Art von, scheiße, ist ja doch Plastik, wenn ich merke, wie da im Hintergrund die Sachen nachgeladen werden. So, das mag ich irgendwie nicht so. Es ist ein Atmosphärekiller. Okay, dann haben wir da schon wieder was, wo wir uns ein bisschen reiben, weil das ist, da bin ich echt anderer Meinung. Da bin ich einer von denen, die du gerade schon gesagt hast. Weil ich brauche wirklich das um mich rum, wenn ich irgendwie irgendwo langlaufe und da sehe ich einen Tisch, da muss da was drauf liegen. Das muss man plastisch sehen können irgendwie. Das muss einfach voller Detail sein. Es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich mich auf einen Turm stelle und mich dann einmal drehe
und dann in 7 Kilometern dann da hinten noch einen Bauern beim Pflügen zugucken kann. Das ist mir nicht so wichtig. Also mir tut es in der Seele weh, Texturen runterzustellen. Ich bin jetzt da auch nicht weit weg von dir. Nur wenn man mich zwingt, mich zu entscheiden, dann wähle ich das eine und du willst dann halt das andere. Ich wähle dann das andere. Ich würde dann die Nahsicht nehmen. Richtig. Da, kommen wir dann wieder nicht überein. Aber das ist ja auch gut so. Ich meine, da können wir da noch bei sehr vielen Titeln drüber diskutieren, was da besser ist. Genau, wir machen mal weiter. Wer gewinnt? Wir wollten weil es geht nur darum, wer von uns beiden gewinnt. Das stimmt, aber das ist ja schon ziemlich klar. Uiuiui, auch wieder schönes Marmeladenblut, ne? Ach, das war's schon, genau. Es gibt noch mehr Trailers zu The Witcher. Das war nur so der, wo uns am meisten die Kinnlade runterfiel. Ja. Der 3DS-Trailer ist übrigens auch super. Von Witcher. Witcher für 3DS? Vielleicht. Ich hätte es dir fast abgenommen. So, wie lange sind wir jetzt eigentlich schon? Wir zeigen alle, ne? Wir wollen sie alle sehen. Du, wir machen einfach mal weiter, denn auch da gibt es ja schon wieder einen starken Contender. Contender zum zu The Witcher? Witcher 3. Ach stimmt, ja. Ganz genau. Da gibt es dann natürlich das Gegenstück von BioWare, eiskalt. Jeder weiß Bescheid. Es ist Dragon Age Inquisition. Genau. Jeder weiß wahrscheinlich auch, dass es die Battlefield-Grafik-Engine ist. Ganz genau. Die, wenn man sie gut ausreizt, momentan eigentlich auch von jetzigen Spielen, dass der heiße Scheiß ist. So. Ist Battlefield 4 ist momentan noch so an der Speerspitze der Grafik. Ja. Und ich freue mich deswegen, also ich kann auch gar nicht genau jetzt schon, ich nehme das jetzt schon mal ein bisschen vorweg, ich kann gar nicht genau sagen, auf welches Spiel ich mich mehr freue, weil ich werde sie, glaube ich, beide einfach spielen. Wir gucken den Trailer erstmal unkommentiert und dann können wir ja mal so ein Fazit ziehen, würde ich sagen. Dann machen wir das wieder wie eben. Wir sagen mal... Ausnahmsweise mal nicht reinsabbeln. Ja. Was uns besser gefällt. Our search will take us to every corner of this land. The beautiful. The dangerous, the ancient places where no one walks alone. This is the world we're trying to save. Fantastisch. Ich habe übrigens eben, glaube ich, CryEngine 3 gesagt. Das ist natürlich die Frostbite 3 Engine. Das ist Frostbite 3, genau. Das ist natürlich völliger Blödsinn gewesen. Schämlich. Aber ich fange einfach mal an. Und ich finde, das ist irgendwie, das ist wieder ein ganz anderes Paar Schuhe. Nämlich Dragon Age. Alleine schon vom Setting her. Es ist, du hast zwar auch so weite Landschaften, aber es ist trotzdem irgendwie dungeoniger, kann man das so sagen. Es ist irgendwie... Du hältst dich viel in Gebäuden auf und wahrscheinlich auch mehr in Dungeons. Die Sichtweite ist zwar auch groß, aber da wird nicht so ein großer Wert drauf gelegt wie bei dieser offenen Welt vom Witcher, finde ich. Bei diesem Trailer nicht. Bei dem Trailer. Es wird wahrscheinlich auch anders sein, weil es eine Riesenwelt sein wird und du kannst alles haben, was du willst. Da hat es aber so ausgesehen. Dann sah es sehr nach Herr der Ringe aus. Du hast da wirklich, du dachtest eben in einer Sequenz ja, du bist da im Erebor und bei den Zwergen. Irgendwie, das sah genauso aus. Also es ist ein bisschen mehr, da wird noch ein bisschen, also ein höheres Gewicht auf das Fantasy-Element gelegt, finde ich.
Ja. Der Witcher ist so mehr so das düstere, dreckigere, was ja. so ein bisschen kantiger ist. Und Dragon Age ist wirklich so diese klassische Tolkien-Fantasy-Erfahrung. A la Skyrim. Genau. Auch so ein bisschen. Ich müsste jetzt ein bisschen weiter ausholen. Das war genau. Achso, du bist noch nicht fertig, Entschuldigung. Das war jetzt mein kurzes Statement, klar, darfst du. Okay. Aber ich wollte es halt kurz halten. Ich habe eine lange Leidensgeschichte mit Dragon Age und deswegen, genau, High Fantasy, würde ich auch sagen. Mhm. So nennt man das, glaube ich, High Fantasy und Dark Fantasy oder was auch immer. Das witzig ist, in dem Zusammenhang. Ich kenne die nicht mal, diese Begriffe. Witzig in dem Zusammenhang ist, dass Dragon Age 1 und 2, da wurde immer wieder betont, dass sie eben nicht diesen sauberen, schönen Herr-der-Ringe-Look, was auch immer haben. Da haben sie damals immer ganz bewusst gesagt, bisschen schmuddeliger, bisschen mehr Erdfarben, bisschen dreckiger, ein bisschen realistischer und so weiter. Und die haben rein vom Design, jetzt nicht von der technischen Seite, einen krassen Schwenk gemacht, weil alles, was man von Dragon Age Inquisition sieht, ist wirklich strahlend bunt, sehr schön designt, sehr schön designte Landschaften, aber wie du schon sagtest, sehr... ja, keine Ahnung. Also, dass da jetzt noch Elfen über die grünen Wiesen hoppeln, so, das fehlt eigentlich nur noch so. Mhm. Was mir persönlich, ich weiß noch nicht, ob es mir nicht gefällt, es ist ein ziemlich krasser Bruch. Hat aber auch eine Vorgeschichte, nämlich die Grafik von Dragon Age 2 wurde ja sehr schlecht aufgenommen, weil sie einfach auch schlecht war. Da gab es halt gar keinen Sprung zu 1 und die haben das bei Dragon Age 2 so ein bisschen versucht zu kaschieren mit Design, mit einem eigenen Look. Und da haben sie damals gesagt, hier, guck mal, man braucht nur einen Screenshot sehen und sofort ist das Dragon Age 2. Die Grafik sah trotzdem nicht wirklich prickelnd aus, aber es hat einen eigenen Look. Und das hier sieht jetzt super geil aus, aber der eigene Look, den habe ich noch nicht so richtig erkannt. Was ich erkannt habe, ist, dass die fähige Level-Designer haben, die coole Spots bauen können. So. Ja, das hat man gesehen. Und dass die Grafik auch geil ist. Bisschen geleckter als Witcher 3, wie schon, das hast du alles genau, sehe ich genauso. Wichtig ist vielleicht noch in dem Zusammenhang, es ist kein Open-World-Spiel, sondern es sind, ich weiß nicht wie viele, aber es sind sehr viele große Einzelgebiete. Das heißt, es ist wirklich ganz klassisch mit einer großen Map und du reist da hin und her, was mir auch sehr gut gefällt. Nur, dass die einzelnen Karten, auf die man dann kommt, halt deutlich größer sind. Ich glaube, es wird immer gesagt, eine Karte ist so groß wie alle Karten von Dragon Age 2, so ungefähr. Aber eben nicht Open-World. Und dadurch schaffen sie es aber, und deswegen war das gerade so schön abwechslungsreich. Du reist dann natürlich über eine Karte, du kannst dann schön sehen, ah, die klettern auf den Hügel jetzt drauf und zack, bist du in der Schneelandschaft. Und dann kannst du auch die Schneelandschaft richtig Schneelandschaft machen und die Sumpflandschaft sieht richtig nach Sumpf aus und so weiter. Du kannst so richtige Märchenszenarien entwickeln, so, was du, wo du Probleme kriegen würdest, wenn du Open World hast, wo du ja immer fließende Übergänge bauen musst. So. Und das, finde ich, sieht man in dem Trailer auch an, dass die sehr viel Abwechslung haben in den Grafiken. Und das finde ich geil daran. Trotzdem, so dein Abschlussfazit, was reizt dich von den beiden Spielen mehr? Einfach nur in einem Satz? Witcher 3. Das ist ein sehr kurzer Satz. Witcher 3 wegen des Detailgrads, also wenn wir nur über Grafik sprechen, dann Witcher 3. Weil hey, wir reden hier nur über Grafik, das, guck mal. Aber das sind die beiden Spiele, auf die ich auch am meisten warte. Hey, das ist und, hier aber die Optiker. Ich habe natürlich auch noch ein Herz irgendwo tief da drin vergraben und das sagt momentan auch Witcher 3. Weil ich mir davon irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Hardcore verspreche. Dragon Age, da habe ich wieder Angst, dass es so ein bisschen runtergedummt wird. Auch wenn sie irgendwie sagen, Tactical Cam gibt's wieder und so weiter. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob das dann am Ende auch so notwendig ist, ob man sich nicht einfach Hacke, Hacke, Peter da durchhauen kann. So. Ja. Ja, deswegen tendenziell Witcher 3, erwachsenere Story. Für mich tendenziell bessere Grafik. Und ja. Ja, sieht bei mir ganz genauso aus. Also ich bin auch voll für den Witcher, weil ich stehe einfach auf dieses düsterere, dreckigere Setting. Ja. Das brauche ich einfach. Ein bisschen das kantige. Dragon Age ist mir ein bisschen zu glatt. Mhm. Also so ein bisschen zu glatt gebügelt. Die Farben hast du auch schon angesprochen. Das ist jetzt alles ein bisschen greller und so. Das ist alles ein bisschen farbiger. Ich werde es auch spielen, gar keine Frage. Aber ich freue mich mehr auf Witcher 3. Ja, ich auch. Und wie gesagt, ich finde es schade, weil Dragon Age stand mal für das, was Witcher 3 jetzt scheinbar macht. Genau. Vielleicht haben die sich ja ein bisschen abgesprochen, die beiden Studios, und haben gesagt, komm, ihr bedient ein bisschen mehr die Randnische, was ja auch schon fast keine mehr ist. Wir übernehmen jetzt schon mal den Massenmarkt und liefern den ganzen WoW-Spielern, die dem überdrüssig sind, geben wir jetzt ein neues Zuhause. Ja, ich halte das eher für eine Marketingentscheidung, weil Dragon Age 2 ganz schön verkaufstechnisch das ist richtig gefloppt. Verkackt ist, damals. Verfloppt ist, genau. Ja. Und
Naja, und noch dazu eben auch grafisch so hart kritisiert wurde. Und deswegen haben sie jetzt einerseits mehr Mainstream-Grafik und andererseits auch bessere Grafik. Es war nie wirklich wichtig bei Dragon Age, dass die Grafik so der Hammer ist. Also ich habe auch Dragon Age 1 sah damals schon nicht so toll aus und ich habe es geliebt. Aber jetzt haben sie scheinbar voll auf den Mainstream geachtet. Wenn man da wirklich und, Gameplay bringt, dann ist es ja auch egal. Genau. Aber zu viel, wir wollen es da nicht vertiefen. Ja. Wir haben noch was aus der Mittelaltersparte, was wir noch nicht gezeigt haben, wo wir auch beide sehr, also diesem Spiel haben wir schon so viel virtuellen Honig ums Maul geschmiert, das Weil's kann man schon gar nicht mehr Das kam aus dem Nichts, so, das finde ich so witzig, das kam aus dem Nichts. Das ist eben das Coole. Das macht auch, glaube ich, ein bisschen den Charme von dem Spiel aus. Genau. Es geht um Kingdom Come Deliverance, da haben wir uns auch schon im Mund fusselig drüber geredet, in einigen Appcasts. Genau. Und deswegen können wir da auch gleich mal einen Trailer zeigen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wir müssen dazu sagen, sowieso alle Trailer haben natürlich, sind 1080p, aber sie sehen natürlich in-game wahrscheinlich nochmal einen Tick besser aus. Und bei Kingdom Come ist leider die Bildqualität nicht ganz so geil. Das müsst ihr ein wenig tolerieren. Deswegen beschränken wir uns darauf, dass wir das Spiel ab jetzt hassen. Genau. Wir strafen sie dafür ab, dass sie uns keine 1080p-Videos geben. Ja. Das ist Frechheit. Boah, sieht das kacke aus. Wie eckig der Vogel ist. Ja, und das ist ja das realistischste Mittelalter-Setting. Das ist ja nicht wirklich Fantasy, das soll ja schon ein sehr realistisches Ding sein. Wir wollen ja nicht über Inhalt reden, aber es gibt keine Drachen, keine Zauber und gar nichts. Das ist nur 0815 Mittelalter. Ja. Das ist Hauen und Pappe. Und das Ganze, Hauen und Pappe. Und das Ganze spielt in so einem europäischen Wald- und Wiesen-Setting. Und deswegen finde ich es auch geil irgendwie. Also ich mag das, dieses... Es ist quasi wirklich so, als würde ich einfach nur draußen vor die Tür gehen. So. Ich habe endlich keinen Grund mehr rauszugehen, das wollte ich damit sagen. Genau. Das ist für alle Mittelalter-Fans, die ein paar Mal im Jahr auf Hinkenburgenfest gehen oder so. Genau. Oder für LAPA ist das wahrscheinlich genau das Richtige. Ja. Genau. Und kurz zum Spiel. Sehr realistisches Kampfsystem. Irgendwelchen Schwertkämpfen nachempfunden sieht man hier. Ja. Genau, größere Schlachten, Eroberungen. Das sieht gerade so ein bisschen Braveheart-mäßig aus. Storytechnisch logischerweise ohne Magie und Zauberei wird es dann eher hinauslaufen auf, man kennt es von Game of Thrones vielleicht, so Intrigen. Ja, Lügenverrat, Mord, und, was im Mittelalter so gelaufen ist. Wenig Körperhygiene. Das steht hier auch alles immer in diesen schönen reißerischen Untertiteln. So. Ja. Ja. Nee, immer noch nicht. Nee, aber auch in 27 macht das schon echt einen schönen Eindruck, finde ich. Ja. Ist jetzt sogar doch 1080, weil es der Release-Trailer ist. Aber es hat noch was. Ja, aber du siehst, glaube ich, also das ist, glaube ich, nicht in 720 eingespielt. Das ist, glaube ich, hochskaliert. Ja. Aua! Das hätten sie sich jetzt sparen können. Mhm. Das hat die ganze Epicness zerstört. Das ist der Spruch, der das Spiel, glaube ich, ausmacht. Dungeons and No Dragons. Ja, richtig. Aber ich finde es wirklich gut. Ja, ich finde es auch gut. Ich freue mich von der Grafik jetzt her. Es ist irgendwie auch wieder ein bisschen... Es hat natürlich dieses Leuchtende so ein bisschen, weil da auch Banner sind, die dann sehr farbig aussahen. Aber grundsätzlich ist es sehr realistisch gehalten. Das sieht echt filmmäßig aus. Genau. Ja, und ich stelle mir auch vor, wie ich da mit meinem Gaul auf der Wiese stehe und die Schmetterlinge fliegen um mich herum, die Sonne scheint und so. Und im Grunde ist es wirklich ein guter Ersatz, um in den Park zu gehen. Hast du denn da, wir haben jetzt gar nicht drauf geachtet, explizit, hast du denn da eine große Sichtweite? Also hast du wirklich, kannst du weit gucken? Ich fand schon. Man hatte ein paar Kamerafahrten gesehen. Man hatte ein paar Sachen gesehen, wo man den Wald im Hintergrund so gesehen hat. Aber man hätte jetzt nicht wirklich drauf achten können, wegen den flotten Sprüchen wahrscheinlich vorne drin, ob man jetzt wirklich da Bäume erkennen kann, ob die jetzt toll aussehen oder ob das doch wieder nur aufploppt. Ja. Im Hintergrund. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich tippe mal drauf, dass das ist ja ein PC-Spiel in erster Linie, soll jetzt aber auch für PS4 kommen. Ja. Dass die Entwickler, die legen sehr viel Wert auf technisches Ausreizen von modernen Grafikkarten etc. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man so weit hochjagen kann, dass das Gras quasi bis an den Äquator dargestellt wird. So. Aber wahrscheinlich nur per Indie-Tuning etc. pp., also mit ein paar Kniffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es grafikaufbaufrei ist. Das würde mich wundern, weil auch hier habt ihr ja gerade gesehen, große, weite Ebenen und so. Da ist bestimmt mal ein bisschen Gras am Wachsen in Echtzeit. Ja, also was denkst du, was gewinnt da? Kingdom Come oder Kingdom Come Deliverance?
Ach so, das weiß ich jetzt nicht, ey. Das andere kenne ich noch gar nicht. Ja, nee, ist ja nur Scheiß. Also ich denke, das Spiel kann schon was. Ja. Und wir freuen uns halt echt drauf. Nicht ohne Grund, denke ich. Man wird dann sehen, wie groß die Welten wirklich sind, wie viel du in der Welt machen kannst, wie weit du gucken kannst, ob das schlauchmäßiger wird, dann doch, weil es gibt ja auch Open-World-Spiele, die dir das suggerieren, aber dich trotzdem nur von Mission zu Mission führen. Das ist auch nicht ganz Open-World. Das Areal soll eher begrenzt sein. Das ganze Spiel wird in Kapiteln veröffentlicht. Kurz zum Spiel noch, das ist Kickstarter, die haben nicht so ein großes Budget und dafür sind wir vor allen Dingen so geflasht, das ist unbekannt. Genau, das haben wir echt immer wieder gesagt, da stecken nämlich dann keine 50 Millionen von einer großen Firma hinter. Und es sind Polen. Und die Polen, ganz ehrlich, die Polen können was, ey. Die haben, Budi erzählt da immer so eine nette Anekdote, ich glaube, der polnische Premierminister hat Obama Witcher 2 in die Hand gedrückt, als Exportartikel Nummer 1. Die Polen sind echt hinterher, was das angeht. Ihr kennt die ganzen Spiele von Stalker bis jetzt Witcher 3 oder Kingdom Come. Also es gibt noch viel mehr, die fallen mir jetzt gerade noch nicht ein. Aber die rocken da richtiges Haus. So. Die haben es richtig drauf. Die schaffen es vor allen Dingen mit viel, viel weniger Mitteln. Ne? Das ist immer wieder das Beispiel so. Das sind verglichen mit Leuten wie Bethesda oder so weiter, die Skyrim entwickeln, sind das wirklich, das ist eine Handvoll ich will nicht sagen Hobbyentwickler, aber das sind halt Leute, die halt wirklich das mit Herzblut machen. Die schieben wahrscheinlich einfach nur brutal viel Überstunden. Ich weiß, das kannst du mir nicht vorstellen. Ja. Ich habe auch mal gesehen, in einem Video hat ein Pitbull so, wahrscheinlich werden sie auch eingesperrt und gezwungen, das zu entwickeln. Kann man von ausgehen. Genau, ich glaube nämlich auch. Was wir jetzt dann noch machen können, jetzt wo wir schon alles durch hatten, wir hatten Rennen, wir haben uns unterschiedliche Engines angeguckt, wir waren im Mittelalter. Oder in einer Fantasy-Welt. Aber ich finde, für das, was jetzt noch kommt, ist übrigens das letzte Video. Danach sabbeln wir dann noch ein bisschen, was in den nächsten Sendungen kommt. Aber für dieses Video sollten wir ein Vorwort halten. Weil es gibt ja jede Menge PCler da draußen, die ungefähr gefühlt seit 6-7 Jahren sagen, scheiße, ich kaufe mir ständig neuen Kram. Und trotzdem sehen die Spiele irgendwie immer nur so ein bisschen besser aus als auf Konsole. Und wann kommt denn endlich mein Spiel, was mein PC voll ausreizt? Ja. Und das ging schon seit Jahren so und dank nicht vorhandener PS4 und Xbox One damals noch kam auch nicht mal ansatzweise sowas. Und dann kam ein gewisser Herr Chris Roberts und hat gleich am Anfang des Trailers, den die älteren Herrschaften von euch vielleicht schon kennen, weil er diese tolle Spielereihe namens Wing Commander gemacht hat. Genau, und hauptsächlich Freelancer in den 90ern. So, ja. Genau. Genau, Freelancer, das war dann alles Anfang 2000. Genau, und der hat im Grunde zwei Leichen ausgegraben. Einmal Weltraumsimulationen, sind streiflich vernachlässigt worden. Und zweitens eben Hardcore-PC-Spiele mit sehr hohen Ansprüchen. Also er kotzt richtig damit, legt dieses Spiel ein und eure Grafikkarte glüht durch so ungefähr. Und wir haben keinerlei Beschränkungen durch Multiplattform-Gaming. Und ich glaube, es sagt er sogar am Anfang dieses Trailers jetzt. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Nein. Ich täusche mich. Du täuschst dich? Es gibt so einen Kickstarter-Trailer von ihm, wo er das sagt. Wir wollen aber keinen Kickstarter-Trailer, wir wollen nur die Grafik sehen. Fertig. Ja. Weil es eben so aussieht. Weil es eben so aussieht. PCler da draußen, ihr könnt euch ja auf das freuen. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Das werdet ihr wahrscheinlich Ende des Jahres zu sehen bekommen. Oder ihr seht es jetzt schon. Das ist, meinst du, auf deinem eigenen Rechner? Oder eben, bin ich ganz, also bis jetzt gibt es das Hangar-Modul. Ja. Es ist jetzt angekündigt für Ende des Jahres oder Anfang 2015. Das weiß man alles noch nicht so genau, denn da äußern sie sich noch nicht. Ich frage mich aber immer, wenn es schon so aussieht. Also an dem Spiel muss natürlich immer viel gemacht werden und es wird viel rumgetweakt. Dann muss ja die Story noch gebastelt werden und alles. Aber von der Engine her ist da, glaube ich, nicht mehr viel zu machen. Nö, die müssen nur im Grunde Models erstellen, jede Menge Objekte, jede Menge Raumstationen, jede Menge Areale im Weltraum sozusagen. Und dann kommt das wirklich Schwierige, du musst Content. Du musst das Gameplay noch machen und so weiter. Deswegen war ich gerade ein bisschen skeptisch mit deiner Aussage. Ich bin nämlich der Meinung, die haben mittlerweile 50 Millionen Dollar gesammelt für Kickstarter und haben monumentales Nicht über vor. Kickstarter, die haben das meiste über ihren eigenen Crowdfund-Service auf ihrer Homepage gesammelt. Halbe oder was? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die sammeln und sammeln und sammeln und ihre Vorhaben werden dadurch immer größer. Also mittlerweile, ihr müsst euch vorstellen, das Raumschiff, was man gerade gesehen hat von draußen, das kann man dann angreifen in einem Jäger-Squad, dann darauf landen, dann aussteigen, im Ego-Shooter-Modus das ganze Raumschiff von innen plätten, dann wieder so weg, Halo-mäßig. Dann wieder wegfliegen von dem Raumschiff, alles nahtlos, ohne Ladesequenzen, zum nächsten Planeten donnern, durch die Atmosphäre durchstoßen, da landen und das Zeug beim Händler verkaufen. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, das soll quasi alles abdecken. Das ist das Spiel
Und wenn ihr das Spiel irgendwann mal noch spielen wollt, dann solltet ihr jetzt mal aufhören, dem Typ Geld in Rachen zu werfen, weil sonst macht er immer noch weitere Sachen. Sonst wird er irgendwann, genau, der wird irgendwann irgendwelche Daten der Wissenschaftler auswerten, um den ganzen Weltraum darzustellen. Ja, also, die erschaffen sonst irgendwann Skynet und dann kommt ein Roboter bei dir zu Hause vorbei, der das Spiel für dich spielt. So. Ja. Du musst das selber nicht mehr machen. Das wäre natürlich spaßig, das hast du recht. Übrigens, CryEngine, haben wir das schon gesagt? Nee, haben wir noch nicht. SC CryEngine hat er damals lizenziert, weil es zu dem Zeitpunkt auch die stärkste Grafik-Engine war für den PC. Mhm. Aber damals nur in Crysis 2 zum Einsatz kam und durch die Konsolen, die bösen alten Konsolen, so ein bisschen gebremst wurde. Genau, die Konsolen waren eben nicht stark genug, um das irgendwie darstellen zu können, genau, was die CryEngine 2 leisten konnte. Das habe ich gerade vergessen, Stopp zu drücken. Weil das hier wollte ich zeigen. Ja. Kommt gleich. Weil ihm geht es grafisch, er sagt sogar, was er nämlich mit dieser ganzen PC-Leistung erreichen will. Ihm geht es ähnlich wie bei Division oder The Witcher tatsächlich auch wieder um Detailgrad. Man sieht hier die Armaturen. Die Armaturen. Des Raumschiffs. Genau. Und jedes Display, was ihr da seht, das, was da drauf dargestellt wird, das hat eine Funktion. Da wird was dargestellt, was spielrelevant ist. Jeder Knopf ist animiert. Jede Bewegung des Raumfahrers ist sichtbar, die Hände und so weiter. Es ist quasi dieses ganze Ungetüm, in dem das ihr euch da reinsetzt, übrigens auch nahtlos, ist einfach sowas von detailliert. Das ist im Grunde wie vorhin bei Project Cars, dieser Felgenfetisch. So hast du halt hier deinen Raumschifffetisch, den du voll ausreizen kannst. Und deswegen dauert es auch so ewig, diese Raumschiffmodelle zu basteln, weil die natürlich im Grunde konstruiert werden, als würde das BMW übernehmen. So. Das sieht aber auch schon wirklich so aus, als könntest du das alles anfassen, oder? Ja, genau. Wenn du das so siehst, du willst doch im Prinzip nach den Armaturen schon so greifen und da irgendwie Scheiße bauen in deinem Hangar und willst ein bisschen ballern mit deinem Joystick. Genau, und dann natürlich Oculus Rift Support, hat er auch schon angekündigt, ist von Anfang an mit dabei. Das heißt, ihr setzt euch dann diesen Helm auf und gerade bei Weltraum-Shootern kommt das natürlich enorm geil, so ein Oculus Rift, weil du halt nicht laufen musst und das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ja. Also man setzt sich den Helm auf, dann guckt man erstmal 20 Minuten Facebook-Werbevideos, dann kriegt man noch 15 Freundesanfragen und dann darf man das Spiel spielen. Ich hoffe nicht, denn ich habe ja gespendet bei Kickstarter und möchte verdammt nochmal ein geiles Spiel haben. Wenn du den Oculus-Support nutzt. Ich meine, wenn du Mark Zuckerberg so, und Oculus hast darauf angespielt. Ja, aber es gibt ja auch noch bestimmte Alternativen dazu. Also das Thema brauchen wir, glaube ich, nicht anreißen. Nee, das macht mich nur wütend. Nein, das ist nicht passiert. Hands off. Ich habe nichts gesagt. Okay. Jedenfalls, ich glaube, immersiver geht's nicht mehr. Was lass das doch noch zu Ende gucken. Achso, ja. Lass mal weiterlaufen. Genau. Ja, cool, geil, da überall Armaturen. Genau, da habt ihr es gesehen, animiert, voll krass. Ja. Und jetzt fliegt er da raus und jetzt sieht man nochmal kurz die Cockpit View. Nein, sieht man nicht. Ja, also dieses Video hier besteht nur aus diesem, das ist das Präsentationsvideo quasi, besteht jetzt eigentlich nur aus diesem großen Schiff. Ein Beispiel für so ein Trägerschiff halt. Und den kleinen Jägern. Aber hier siehst du auch nochmal, zack, ne, ja, alles voll cool animiert. Cool hier, so. Zack, genau, bisschen Top Gun-Style so. Genau. Maverick und der Iceman, die fliegen jetzt zusammen los. Stimmt. Müssten das alle noch so eingeölt sein und direkt vom Volleyballplatz kommen. Dann wäre es erst realistisch. Er reitet mit so einem Pferd in den Hangar rein und springt dann in sein Flugzeug. Ganze Sessel eingesaut vom Sonnenöl. Der kommt da mit der Maschine, fährt er noch im Hangar da neben den startenden Kollegen. Außen am Raumschiff lang. Ja. Super. Okay, ich glaube, ich habe noch ein kleines Video, dann, weil das hier ist irgendwie auch immer das Gleiche, aber man sieht hier auch selbst dieser dumme Stick, den er genau zwischen den Beinen hat, ist voll animiert. Der Stick, den er zwischen den Beinen hat, das ist schon wirklich der Cockpit-Fetisch, ne? Das Video. Im Grunde ist das sinnbildlich für das, was wir hier gerade gesagt haben. Ja, zeig noch das andere immer. Das andere. Genau. Das hier ist so eine kleine Flugsequenz für eines der Raumschiffe, was wir bis jetzt schon entwickelt haben. Genau, die haben die jetzt nämlich wirklich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die haben diese Trailer zu den einzelnen Raumschiffen, haben die wirklich wie Auto-Werbespots aufgezogen. Genau. Und die sagen dann, der Motor kann so und so viel leisten, ihr habt 7 Hochfrequenz-Impulslaser und das ist alles super. Und dann noch Ledersitze, so quasi. Ich finde das auch so geil, wie das Licht des Weltalls sich im Cockpit nochmal... Ja, das ist der Wahnsinn. Das finde ich auch das geil. Das ist halt wirklich Spielgrafik so, ne? Natürlich auch wieder, ne, man muss auf die Kameraperspektiven verzichten im Spiel. Ja. Aber rein von der Darstellung soll es dann so aussehen. Es gab letztens eine Live-Präsentation von Dogfights, wo ich diese Kometen zum Beispiel gesehen habe und die sahen so aus. Ja, das habe ich auch gesehen.
Allerdings gibt es das nur sehr verpixelt und sehr, deswegen kann ich jetzt nicht von den Texturen im Klein-Klein reden, aber ich glaube nicht, dass er uns verarschen will. Im Zweifel brauchst du sonst einfach nur 5 Rechner dafür. Aber es wird so aussehen. Das hier ist übrigens das erste Schiff, was man im Spiel hat, ne? Das hintere, was gerade die Rakete abgefeuert hat. Okay. Was das andere Schiff jagt. Das ist das Schiff, was man am Anfang haben wird. Schick, schick. Ich meine, es muss auch geil sein, wenn du später ein größeres Schiff hast und du kannst aufstehen aus deinem Sessel und einfach mal eben nach hinten dich in dein, keine Ahnung, in dein Wohnzimmer hocken und, keine Ahnung, Fernsehen gucken. Ich weiß nicht, was man dann macht. Was macht man im Weltall, wenn man nicht schießt? In der Zukunft im Weltall. Man spielt Schach gegen sich selber. Ja. Uiuiui, ui, jetzt kommen hier die Miniguns. Ich meine mir auch einzubilden, dass ich diese Explosions- und Zersplitter-Effekte von den Crysis-Spielen kenne. Aber das ist immer so eine haarige Sache. Was mir ja da optisch oder für die Physik-Nerds noch auffällt, es ist immer noch nicht so, dass wir Laser als durchgehenden Strahl sehen, sondern Laser sind immer noch abgehackte, kleine, etwa so lange rote Teile, die rumfliegen. Das ist ein Laser. Was ja normalerweise völliger Scheiß ist. Aber denn macht ja auch keinen Spaß, das soll knallen. So. Es darf auch zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind, darf es im Weltall auch keinen Ton geben. Im Weltall ist Vakuum, da gibt es keine Geräusche. Es gibt auch sehr wenige Filme übrigens nur, die das einhalten. Ne? Ja, zum Glück. Wie langweilig ist das denn? Ja, also du guckst Star Wars und dann... Ja. Hör auf, ich bin jetzt schon gelangweilt. Nee, das muss krachen. Also die Raumschiffe sollen sich natürlich irgendwie physikalisch besser verhalten. Also es soll sich schon ein bisschen Richtung Simulation gehen und nicht Richtung Arcade-Shooter. Man muss so ein bisschen dieses Driftverhalten lernen von den Raumschiffen beim Fliegen und so. Und ich glaube, ohne Schubregler und Joystick ist man wahrscheinlich auch aufgeschmissen. Ja, Logitech kommt zurück mit dem Flightstick. Aber ich glaube, es wird trotzdem Spaß machen. Ja. Auch für normale Spieler so. Ja, und weil wir schon mal Spaß machen sind, wir sind am Ende von unserer heutigen Folge. Wir haben noch ein Video. Wie lange sind wir denn jetzt schon? Ja, wir können jetzt, ich finde, es macht Sinn, wenn wir jetzt da aufhören und euch schon mal sagen, im Prinzip, was euch in der Zukunft noch ein bisschen erwartet. Denn wir werden nicht immer nur dasselbe machen und hier bei den Optikern sitzen und euch dann Videos zeigen, sondern wir haben auch noch vor, dass wir selber was spielen. Das Ganze wird sehr praktisch auch manchmal. Ja, genau. Das ist im Prinzip nur die Intro-Folge heute. Die Intro-Folge, genau. Um euch den Mund wässrig zu machen. Ja. Was wir nämlich eigentlich vorhaben, ist, euch dazu zu bringen, dass ihr euch in Foren die Köpfe einschlägt. Denn wir machen sehr viel Vergleich. Wir machen einen Vergleich zwischen Konsolenversionen, also PS4 versus Xbox One. Wir machen einen Vergleich zwischen PS4 und PC, also die ganze Bandbreite, exakt das gleiche Spiel. Wir machen vielleicht sogar auch mal Vergleich zwischen Super Nintendo und Dreamcast. Genau. Oder also, was auch immer. Also wir haben, genau, was auch noch so ein Thema sein könnte, ist Retro-Gaming, also wie hat sich Grafik entwickelt. Dann zeigen wir euch Spiele, wie die damals der Knaller waren und heute kacke aussehen. Genau, das werden wir dann nicht immer anhand von Spielen machen können. Das werden dann auch mal Trailer zwischendurch werden. Also genau. Trailer werden eigentlich immer schon eine Grundlage sein. Dann ein sehr großes Thema für Grafik-Nerds, immer auch gerne Modding. Fast jeder hier in der Firma moddet sein Spiel ruckzuck nach oben, damit es halt wirklich erst gut aussieht. Ist auch so ein Zeichen der Zeit, als es noch keine guten PC-Spiele gab. So hat man gerne mal die Grafik gemoddet. Mhm. Beste Beispiele, Skyrim, GTA 4 und so weiter. Und wir zeigen euch dann A, wie man sie installiert und B, was sie eigentlich machen. Und C vielleicht auch, wie man das performancemäßig idealerweise einstellt. So. Genau, wir werden hier halt öfter sitzen und werden viel in Optionen und Grafikmenüs rumhängen. Genau. Und werden da so ein bisschen dran rumtweaken und an den Reglern drehen und gucken, was sich dann wirklich verändert. Ja. Und gucken dann auch, wie das bei unterschiedlichen Spielen unterschiedlich eben geregelt ist. Also wie viel sich einstellen lässt, wo man vielleicht sehen kann, dass es eher ein Konsolenspiel ist, weil da auf dem PC auch nicht mehr viele Modifikationen möglich sind und solche Geschichten. Also sowas machen wir ja auch gerne. Genau. Darüber unterhalten wir uns gerne und deswegen haben wir gedacht, bringen wir das auch hier mit in die Sendung, weil das kann man dann ja auch praktisch zeigen, einfach. Ja. Oder haben wir vorhin noch kurz angesprochen, also wir machen ganz, ganz viel, das sind nur die Punkte, die uns gerade so einfallen, wäre zum Beispiel auch noch Design in Spielen. Ja, super. Ne? Also wir haben viel über Technik geredet heute, wir haben viel über Grafik und wow, das ist aber beeindruckend geredet, aber kaum darüber, was heißt es eigentlich, ein Look eines Spiels zu entwerfen, was heißt es eigentlich, eine Stimmung zu erzeugen, weil das ist oft häufig gar nicht nur
damit zusammenhängt, wie geil ist es eigentlich die Technik, sondern eben auch, wie talentiert sind die Grafiker, haben die eine Vision und so weiter. Und dann wie ist das Spiel überhaupt gemacht? Wie ist irgendwie die Farbebene? Wie ist die Farbebene, genau? Wie hoch ist der Kontrast? Solche Sachen. Wie viele Gegenstände sind überhaupt zu sehen? Genau. Was macht das für das Spiel aus? Wie wichtig ist das vielleicht auch für das Gameplay? Genau. Und dann gibt es auch so ganz damit rein? Krasse Sachen, so Schwarz-Weiß-Optik, Cell-Shading-Optik, gibt es ja alles Mögliche. Mhm. Es gibt Spiele, so ikonische Spiele wie meinetwegen Shadow of Colossus, für mich hat einen ganz eigenen Look und so. Das kann man alles mal zeigen, mal unabhängig von Technik. Ja. Und das wäre mir auch noch ein Anliegen, dass man da holen wir vielleicht sogar den Hannes mit rein, der hatte da auch noch ein Wörtchen mitzureden, hat er gesagt. Ey, auf jeden Fall. Als Grafiker. Also wir werden hier auch immer mal Gäste vielleicht sitzen haben, genau, die dann mit uns darüber diskutieren, wie es vielleicht aussieht, die dann vielleicht auch mehr Ahnung haben von ihrem Teilgebiet, mhm, als wir. Denn wir haben zum Beispiel auch die Grafiker und ja. Genau. Dann werden wir sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ihr könnt uns auch gerne immer dazu schreiben, was ihr noch gerne sehen wollt. Genau, was hat euch gefallen? Wie wir darauf eingehen können, das werden wir dann sehen. Ja. Aber genau, was hat euch gefallen? Gebt uns gerne Feedback dazu. Genau. Und, verzeiht uns den kleinen Technikausfall. Ist ein Piloten, wir machen die Technik fast im Alleingang. Ja. Trotzdem war es vielleicht ein ganz netter Einstand. Ne? Erstmal ein paar Trailer zeigen. Und so also weiter. Mir hat es gefallen. Ja, ich fand es auch sehr gut. Von daher hoffen wir, dass es euch auch gefallen hat und sehen euch wieder. Wir können euch noch nicht genau sagen, in welcher Frequenz wir euch die Folgen präsentieren werden, mhm, weil das immer davon abhängt, wie schnell wir das produzieren können. Genau, wie wir Zeit finden, aber ja, wir sind da am Ball. Genau. Ihr werdet auf jeden Fall noch mehr von uns sehen. Genau. Und damit verabschieden wir uns schon mal für heute und sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Haut rein.